Ja, hallo Freunde, hier ist der Baumbaum und hier ist Nexual Let's Play von World of Tanks und ich bin nicht alleine, ich fahre heute im Zug und zwar mit dem O'Hare. Hallo, grüß dich. Ja, schwerer Panzer Nummer 6 haben wir uns ausgesucht, das ist der Japan-Tiger. Ja, 6er Heavy und wir sind hier auf der Karte Pilsen in einem Standardgefecht, aber leider Tier 7. Ja, Jo. vor allem sehr, sehr, sehr viele Happys. Ja. Aber ich mache mir eigentlich ein bisschen. Ich mache mir da gar nicht so viel Sorgen, weil bis auf Uni und Black Prince ist das eigentlich alles so relativ machbar. Ja, genau. Gut, der Tiger noch, aber der ist knallerot bei mir. Ja gut, der Tiger hat dann 100 mm Wanne. Wenn der nicht gerade super anliegt, dann hat man, glaube ich, mit nur 145 Pennen doch relativ gute Chancen, da was kaputt zu machen. So. Ich bleib dann mal hier bei dir, wenn du hier in die Gasse fährst. Ja. Na, kommt der noch mal raus oder? Ne, der traut sich nicht noch mal. Schade. Komm schon. Ja, unser OI ist natürlich auch mutig. Ja, der hat die Panzerung, der kann es erlauben. Oh, komm ich nicht durch? Komm schon, noch ein Komm Schritt, dann nochmal. kann ich. Ah, traut sich nicht. Der UI drückt da zu sehr. Das ist natürlich blöd. Das ist halt immer, wenn du super motivierte Spieler hast, die fahren halt einfach vor und dann bist du quasi gezwungen mitzufahren, obwohl du gar nicht so weit vorne stehen willst. Ich fahr mal hier durchs Haus durch. Ja. Tiger ist raus. Okay. Jetzt kommt ein T29. Ja, da komme ich leider nicht durch. Ich lade mal Gold. Biege mal hier Ah, ab. wollte ich nochmal tracken, das hat nicht funktioniert. Kannst du da besser auf ihn hören? Och, der hat mir direkt eine gedrückt. Scheiße, er hat mich genau gesehen. Aber unsere Jungs kommen jetzt gleich von rechts. Den Moment können wir vielleicht noch abwarten. Ah! Au! War jetzt immer zu schnell, da wollte ich halt auch schon vor. So, jetzt habe ich dem Kamerad mal eine gedrückt. Das ist gut. Vielleicht kommt der Tier oder so. Oh, hab hier auch nicht. KV2 in der Mitte. Scheiße. Der KV2 muss jetzt raus. Er ist Sehr raus. gut. Ah, unser Adi schießt zwar her, aber sie trifft nicht. Ah, KV3, fahr doch mal rüber. Jetzt blockiert er mich hier. Schön. Ich sehe die Kommandantenkuppel von dem KV-1S. Vielleicht kann ich da reintreffen. Ich hab ihn. Ja, gut. Das war schön. Das müssten wir in der Tasche haben. Denke ich auch. Der Black Prince jetzt nochmal. Ist die Arti raus? Ja, die Arti ist raus. Okay. Oh Mann, wie die hier fahren, ne? Also rechts vor links. Mann, 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 Mann. Black Prince an der Ecke. Ich nehme erstmal das Nashorn, da kann ich drauf blocken. Also jetzt zieht sich zurück. Black Prince, komme ich auf den drauf? Ah ja, aber da sehe ich. Puh. Nee, da brauche ich eigentlich gar nicht drauf schießen. Weil der steht dort gut. Da kommst du nicht durch. Jetzt auch noch zurückgefahren. Ich glaube, ich habe einen. Ah, da hinten. Ja, ja, Scorpion. Scorpion. Ah, sehr, sehr low-roll-mäßig getroffen.
Der Black Brimstar, der ist raus. Die Panzer von dem Teil ist. So. Oh, jetzt müssen wir drauf. Ja. Oh. Da kriegen wir nichts mehr ab. Nee, da kriegen wir nichts mehr ab. Da sind wir zu langsam. Jo. Naja, okay. Dann hoffe ich doch mal, dass die nächste Runde ein bisschen stärker wird. Da haben wir einen gerissen. Ich habe nicht so viel gerissen. Nur in dritter Klasse. Ach krass. Also, ich hab eine zweite Klasse. Jetzt ist die Frage, ist die dritte Klasse bei dem Panzer so niedrig angesetzt? Oder ist die zweite Klasse so hoch? Also ich habe 1000 Schaden ermöglicht. Vielleicht habe ich deswegen noch eine dritte Klasse gekriegt. Das kann sein, weil ja. Ich habe nur 158 ermöglicht. Ansonsten habe ich ja, einfach nur Schaden gemacht. Ja gut, ich habe noch 2 Kills, aber naja. Okay, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Genau. Bis dahin, ciao. Ja, und da sind wir hier in der nächsten Runde. Diesmal ich mit dem E-75 und der O'Hare fährt den T-10er. Das ist der 9er von den Russen, der 9er Heavy. Und wir sind hier auf der Karte El Haluf, Top Tier. Da gucken wir doch mal jetzt. Bin gespannt. Keine Arti, das finde ich ja schon mal gut. Denn oh ja. Wir haben in den letzten Runden, die wir gefahren haben, ordentlich immer Arti gefressen. Genau. Das finde ich ja jetzt, das ist ja richtig schön hier ohne Arti. Arti finde ich eh immer scheiße. Außer ich sitze dann selber mal drin, ne? Ja, genau. Naja, also ich finde es schon gut, dass es Arti im Spiel gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur. Die Weise ist ein bisschen schwierig geworden in letzter Zeit. Ja. Aber die Kritik gibt es ja auch schon sehr lange. Was war denn da jetzt? Ein KV-5, ein KV-85, ein Jagdtiger und das war's, oder? Die ja, war noch nicht offen. Die haben wir. STI kommt jetzt auch da oben. Boah, das liebe ich an dem E75. Der ist seine richtige Gazelle. Ja, ja, das ist ein richtiger Sportwagen. Also, oder? Im Übrigen, mein allererstes Video war auch E75. Okay. Habe ich auch. Ist ja ein schöner Panzer. Ja, klar. Ich habe auf dem Teil sehr lange gebraucht, um das Panzer auszufahren. Hat einfach irgendwie mal gerade nicht gereicht. Ich traue mich mal hier durch. Es gibt ja, keine Arti. Ich prall am Jagdtiger ab. Wenn man sieht, der stand halt gut. Aber der ist. Was macht denn der jetzt? Ja, komm, Uni, fahr du mal vor. Fange den Schuss, genau. Die Frage ist, was machen die? Kommen die hier zu mir? Komm mal zu dir vor, weil der Jagdtiger hat geschossen und. Der steht seitlich zu mir. Meine, die werden jetzt beschäftigt mit der Lorraine. Die hat er schon mal. Vorsicht, die gucken jetzt alle hierher. Du hast es doch schon mitgekriegt, dass die Kanone gut beim Snappen ist. Ja. So, ist jetzt kommen unsere Jungs von der Seite. Das ist schön. Vielleicht sollten wir jetzt einfach hier wegfahren, weil die denken, dass wir hier stehen. Und dann fahren wir über die Seite. Also ich versuche das mal. Ja. Der 50-100 zieht sich schon mal zurück. Schön. So. Der Uni frisst ja gerade. Wenn ihr die da ein bisschen ablenken könnt, ist das natürlich für mich ja gut. Ich versuche jetzt von hier vorne ein bisschen zu helfen. Okay, nee, das er ist gekettet. Ja, ich habe auf den KV-5 geschossen. Ich muss das jetzt hier auch eher mäßig. Ey, was denn jetzt? Jetzt hat mir einer in den Rücken geschossen von den eigenen. Die ticken doch alle nicht mehr richtig hier.
So, jetzt guckt der Jagdtiger natürlich hier zu uns. Ja, der ist bei mir abgeprallt. Lol, du wirst auch noch geflamed vom Eigen. Weil du ja der Dusch bist, wenn dir jemand in den Arsch schießt, ist es ganz genauso. Ja, ich fahre hier rum und drücke vor und dann bin ich der Doofe. Also. Der T34 steht jetzt für mich wohl down. Ich muss jetzt hier auch weg, das bringt nichts mehr. Mit 6 zu 0. Versuch die mal komplett zu umrunden. Ja. Ich halte die hier so lang. Lol. Hab ich jetzt Schaden des Ruder gemacht, ja. Es gehen die Mannschaftsansagen wieder nicht. Das ist auch so ein neuer Bug bei 915. Komm, schieß, Jagdtiger. Ich guck mal, dass ich da irgendwas rausnehmen kann. Schön. Jagdtiger hat geschossen. Ich nehme mir die untere Wanne. Du damit, Gold. Ich nehme den T34. Ich bin gekettet. Komm hier nicht weg. Jetzt bin ich raus, so wie es aussieht. Du kriegst aber gleich Hilfe. Der T29 und der T49 drücken. Ich nehme den T34 raus. Ah, nein, es reicht nicht. Also mit 105 HP muss ich jetzt äußerst vorsichtig sein. Wenn der Jagdtiger nochmal schießt, ist gut. Kommt hier eine 40. Oh nein, 6 HP. Ja, ich kann nicht vorfahren, der nimmt mich raus. Jetzt ist er weg. Die haben aber auch keine Anstalten gemacht, sich umzuorientieren. Ne? Die sind blind auf dir geblieben. Ja, ist so gut. Oh Gott, Mann. So, wer hat mir hier eben in den Arsch geschossen? Ich glaube, das war der T49, weil der hat dann auch hinterher im Chat irgendwie was geflamed gegen dich. Ah, gut, dann kriegt der es jetzt zurück. Nee, Quatsch. Ich glaube, der ist zu schnell, dass er auch irgendwas macht. Ja, ich glaube, den kriege ich gar nicht mehr, genau. Oh, okay. Vielleicht kriege ich ja noch einen vor die Flinte, komm. Sag mal, mein Fahrer ist auch noch tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Also, wie gesagt, meine Mannschaftsansagen sind weg und ich bin in der Seite vom T10 nicht durchgekommen, so wie es aussieht. Okay, kann man machen. Hast du auch mit der neuen Version so Bugs? Ja, ich habe auch in verschiedenen Dingen Probleme. Wenn ich die Freundesliste aufrufe, dauert das ewig, bis da mal was passiert. Hätte ihn nur. Oh nein. Der weiß nicht, dass ich da bin. Das finde ich gut. Oh doch, er hat auf mich geschossen. Okay, komm, lass mir den Kill. Da habe ich noch Schaden. Komm, bleib stehen, T10. Nee, fahr nicht wohl down. Ach man. Er hat sich geopfert. Er hat sich geopfert. Nee, der Uni hat ihn noch. Na, ist egal. Okay. Na, das war doch jetzt auf jeden Fall mal noch eine ganz annehmbare Runde, ne? Die war gut. Ja. Krass, vor allen Dingen. Okay. Eine dritte Klasse habe ich gemacht. Ich habe zweite Klasse, aber 4000 Damage rausgekracht. Ja, aber ich guck mal, ich bin, was die Erfahrungswerte angeht, nur auf Platz 5. Von der EPs? Ja, stimmt. Ja. Krass, oder? Ja, das ist echt krass. Ja. Ich kann mich trotzdem nicht beschweren. 30.000 plus gemacht, das war der Tagessieg. Ja, ich habe 8.000 minus gemacht. Aber egal. War auf jeden Fall noch eine gute, schöne Runde. Mit dem Spaß gemacht. Mit den beiden Neunern. Ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zugucken. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, hier ist der Bambam. Und vielleicht auch dann wieder mit Begleitung. Dann sagen wir beide mal auf Wiedersehen. Tschüss.